Hallo Leute, willkommen zurück zu Far Cry 3 Blood Dragon. Letztes Mal habe ich eine eine Aufnahme verpatzt. Das tut mir sehr leid. Nun sind wir nämlich hier, diese Base, die habe ich letztes Mal erobert. Ja, und habe eine Mission angenommen, eine Geiselrettung mal wieder. Die Eroberung war jetzt aber nicht so kompliziert oder schwer oder irgendwas. Da war jetzt nichts Tolles dabei, was ihr verpasst habt oder so. Na, wollte ich schon mal sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Base hier erobert und... Wo ist die denn? Da genau, und jetzt müssen wir da hin. Da hinten hin, 400 Meter, 480. Ja, so. Das, wow. Da, das ist mir egal. Ja, ist mir voll egal. Was, ein Drache? Bleib weg. Und Ziegen, die will ich killen. Stark Ziegen. Mann, ich habe Angst, dass der Drache mich merkt. Bemerkt. Und ich glaube, wir haben eine Attacke. Komm her, du Scheißziege. Ja. Vier von. Was, warum hat er seinen Stinkefinger gezeigt? Stimmt, das kann man hier so machen. So. Ja. Voll nützlich. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ich habe nämlich so einen tollen Bruder. Der weiß das, dass ich aufnehme. Und trotzdem, also der sieht auch, wenn er hier reinkommt in mein Zimmer, dann sieht er, dass mein Mikro hier steht, dass da oben die Fraps-Anzeige blinkt, also wie heißt das nochmal? Frame-Einstellung, die dann rot blinkt, das sieht er auch. Und er kommt trotzdem rein und, na, wie geht's und so. Das finde ich voll komisch. Naja. Ja, Kappa. Auf den Stein. So, hier ist die Base, wollte ich schon sagen. Okay. So, dann müssen wir eigentlich heim... Oh. Heimlich vorgehen. Wozu ich aber mal gar keinen Bock habe. Ist hier noch ein Dritter? Ist ja ganz klar noch ein Dritter. Kann doch nicht weniger als ein Dreier sein. Also mal ganz ehrlich. Hä? Als ich das letzte Mal hier war, war ein Dreier da. Ein Dreierpaar. Ich schleiche mich da einfach mal rein. Oh, da kommt er. The third one. Hi. Den ignoriere ich mal gekonnt. Oh, bin ich gut. Das mache ich jetzt, weil... Oh, Kacke. Fuck. Siehst mich nicht. Kacke. Verdammt. Aua. Oh ja, wir greifen die Geisel an. Ach nee, wir haben noch nicht das Update. Aber war gelesen, dass wir das kriegen. Pam! The head is wack. Ja genau, the head is wack. Au! Der hat mich umgeworfen. So, da ist der olle Forscher. Und the fat man kommt noch. Na komm vorbei. Was ist denn gerade ein Auto-Aim? Das weiß ich nicht, ja. Hier ist übrigens ein Fernseher. Zack. Headshot. Da kommt der fette... Oh, wie wenig Muni haben wir denn? Oh, scheiße. Das war schnell. Ich wollte doch eine Granate werfen. Bam. Komm, verreck. Ja. Da fällt da hin, der Fetti. So, wir rauben die mal alle aus. Denn wir kriegen ja dadurch Kohle und Kohle braucht man hier. Kohle ist wichtig. So, hallo. Kommen Sie doch mal kurz her. Ja, ich bin noch hier. Von Ihnen, mein Genie zu retten. Okay, den kriege ich jetzt nicht nochmal. Ja. Die Laborarbeit erledigt sich nicht von selbst. Nicht so wie den alten. Schlag zu. Das war die Mission. Erreiche den Damm. Damn. Erreiche den Damn. So heißt es. So, komm, nimm das Geld. Dankeschön. Südele. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zur Base. Und danach machen wir mal eine neue Mission. Es ist zwar sehr wichtig, hier alle Bases zu sammeln, aber
Ja, das ist ja für euch langweilig, wenn immer das Gleiche hier nach und nach passiert und da ist ein Panther. Wofür habe ich eine Schrotflinte, wenn nicht zum Tierjagen? Stimmt's. So, Tiere haben nämlich immer Geld dabei. Wie der es auf seinen Arm legt. So, okay, wir können aber jetzt Schnellport machen, wo nur 80%ige Fehlquoten-Dingens und 20% Auflösungswahrscheinlichkeit, oder wie das hieß, ist. So, da ist unsere Base. Befreite Garnison. Ich sollte vielleicht Garnison sagen und nicht immer Base. Die Tipps auf den Ladebildschirm geben dir Tipps. Habe ich auch schon mitgekriegt. Und immer wenn ich mich porte oder so, dann laggt Far Cry, warum auch immer. Ja, das ist voll komisch. So, Waffen. Versatron, ja genau, Vollautomatik. Vollautomatik ohne Scheuern. Was? Ohne Scheuern, ohne Bücken. Einfach nur aufs Köpfchen drücken. Oh, ist das ein cooler Reim. Kauf mal gleich. Jetzt haben wir nur noch so wenig Geld. Also hier war auch Halbautomatik. Trick, ja. Den Bogen könnte man nehmen, der hat aber keine Verbesserung. Ein völlig nutzloses Ding, das nur zum Geigespielen taugt. Es sei denn, man hat ein paar Pfeile. Dann wird es krass. Mann, ey. So. Oh, da hinten sind ja Kisten. Kisten. Hallo, Kiste. 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 Ach, da unten. Da. Hi. Danke für dein Geld. Das war in irgendeinem Spiel. Da gab es einen Shop. Und wenn man, also das war immer so Automaten. Und wenn man dann das sozusagen benutzt hat, diesen Automaten, haben die gesagt, vielen Dank für ihr Geld. Wir wünschen sie bald wieder. Das fand ich damals voll lustig. Wo ist denn bitte die andere Kiste? Da muss doch da oben sein. Also doch, nochmal nach oben. Ach, da drin. Ah, das kann natürlich auch sein. Na, hallo Kiste. 220 Dollar. So, jetzt können wir mal zum Damm. To the Damm. Bitte kümmern Sie sich um den Damm. Oder irgendwie sowas stand da. So, da geht's nach unten. Nein, wir wollen nicht nach unten. Naja, irgendwie doch. Alter, hier ist da Unterheilung. Also so Panzerung. Und C400. Oder 4000 heißt es, oder? Mhm. Nicht die Knarre. The Machine Gun. Das ist meine Lieblingswaffe. Ich kann sowieso irgendwie immer am besten mit MGs umgehen. Also mit Shotgun oder so. Geht es nicht ganz so gut. Außer bei Halo. Da fand ich die Shotgun geil. In den ersten zwei Teilen. Zwei. Und bei Half-Life, da fand ich die Shotgun auch geil. Aber ansonsten kann ich echt irgendwie nur mit mit MGs umgehen. So richtig. Mit den anderen immer so, okay. Ganz normal. Was ist das? Oh, ein Feuer. Grünes Feuer. Hier ist ja auch immer so ein Filmstreifen-Dingens. Bumm. Attacke. Also so einzelne Streifen, so sozusagen wie es früher üblich war. Das kann stressen, aber das kann man nicht wegmachen. Das ist ein bisschen doof. Hätten sie vielleicht mal einbauen sollen, dass man das wegmachen kann, wie man will. Sterb! Komm, ich bring die um und dann mache ich nichts mit denen. Ich bin ja auch fies, ey. Ich bin fies. Na komm, ich will jetzt hier eine Klippe haben, wo ich runterspringen kann. Naja, das soll mir genügen. Wie? Au. Was leuchtet da gelb? Ja, eine Metropole oder so ein Kack da hinten. So ein Kack. Was ist das denn? Ah, da fährt jemand. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Doc, ich bin beim Damm. Verdammt ist der groß. Jede Einrichtung hat ihre eigenen Generatoren. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht lange bei voller Kraft am Laufen halten. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay. Feuerwerk. Ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservoir wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel, C4000 beschaffen. C4000 verschaffen. Da unten? Warum kann es nicht hier oben liegen? Aber hier ist eine Seilbahn.
Seil rutsche. Ah. Wow. Okay, ich dachte, das wäre ja jetzt ich, weil ich mich so rumdrehe. Aber das war ja normal hier. Alter, der Arm sieht cool aus, finde ich. Bumm. So, da hinten ist C4000. Hab ich gehört. Doc, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Und Moni. Genau damals, als sie mich und mein Team in Kippen retten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhitzten. Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit, meine Eltern, der zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Rex. Wir zählen darauf, dass sie uns wieder retten. Genau. Scan abgeschlossen. Rex muss alles richten. Erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. Erstmal scannen. Kybernetische Hunde entdeckt. Komm, ich sehe den da hinten. Können Sie riechen, selbst wenn Sie getarnt sind. Was? Was hat ihr gesagt? Selbst wenn ich getarnt bin? Benutzen Sie Würfel, um die Robohunde von ihrer Position fortzulocken. Robohunde? Also letztes Mal bin ich hier Rambo durchgegangen. Ich glaube, das mache ich jetzt wieder, weil ich hatte damit keine Probleme. Hi, ihr. Erstmal mit dem Messer rein. Kamikaze. Los, steh auf. Sniper da oben. Oh, hallo, Hund. Oh, jetzt ist da wieder eine neue Rasse, oder? Boah, irgendwas habe ich mit meinem Hals. Ich muss mich schon die ganze Zeit räuspern. Ach ja, stimmt, ich habe jetzt... Ach ja, wirklich 6 von 12. Ich habe ja jetzt hier die... Kein Zarfenschuss mehr. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Ey, quasi nicht. So, da oben ist dann ein Sniper. Au! Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Boah, wie der sich immer hinkommt. Oder so. Ah, scheiße, ich hab was geglückt. So ungefähr. Müsst ihr euch jetzt eine entsprechende Bewegung vorstellen? Auf zu schießen! Schießt, obwohl du mich noch nicht mal sehen kannst. Au. Ma. Oh. Hui. Fangt meine Grenade. Boah, das hat sogar getroffen. Cool. Mann, die halten nicht viel aus hier. Sein Kopf glüht. So, hier steht noch einer, habe ich gehört. Hi. Take down. Oder nicht. Drecksack. Ach. Wo bist du denn? Warst du nicht da oben? Stirb! Stirb! Danke. Kopfschuss. So, klauen wir uns mal wieder ein bisschen Geld. Ein bisschen Nerven. Wir haben schon so wieder so wenig Muni. Erst wenn man Plasma-Muni hat, weil die verschießt sich ja viel langsamer, also habt ihr ja gesehen. Und ist dabei auch viel stärker. Also das ist irgendwie. Im doppelten Sinne viel besser, weil man verbraucht weniger Muni. Ich reiß das Money. Mal kurz raus. Verzeih. Und man tötet die Gegner schneller, also irgendwie ist es richtig nice, wenn man so ein Plasma-Dingens hat. Deshalb wo kommst du denn her? Deshalb versuche ich auch, das so schnell wie möglich zu kriegen. So, aber mal schnell hin. Da muss ich hin. Interagieren. Du hast platzen vor Freude. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Hm. Alter, mein Hals war. Mein Hals. Oh. Na gut, so schlimm ist jetzt nicht. Das ist für dich. Setz C4000 dran. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Strukturfehler? Was machst du denn da? Brennen, Baby. Burn, baby, burn. Burns, burn, burn. The ring of fire. Aua, jetzt brenne ich selbst. Fuck. Oh, ich bin gleich tot. Wie komme ich schon darauf? Da ist jetzt die Frage. Ich glaube. Eigentlich hier, oder? Hier so? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte am Wand keinen Schlenkerfinger zeigen. Kann ich vielleicht hochrutschen? Nein. Oh, ach, hier sieht es doch super aus. Aber bevor wir da hochgehen, sage ich mal hier,
Wir sehen uns beim nächsten Part. Tja, was sagt er jetzt? Hä? Hä? Na gut, bis dahin. Tschüss.